Die Oberligaspiele der Neckarsulmer Sportunion werden Ihnen präsentiert von Academy Fahrschule SGH in Heilbronn. 24. Spieltag. Ja, die Oberliga, sie biegt langsam ins letzte Drittel ein und zu eben jenem 24. Spieltag erwarteten wir die Gäste vom SSV Reutlingen, Traditionsverein. Freuen wir uns schon das ganze Jahr auf dieses Spiel und auch rund 500 Zuschauer freuten sich mit. Ja, und die Mission, sie hieß natürlich erster Heimsieg im Jahr 2018 für die NSU. Zweimal hatten wir es bereits probiert, zweimal gab es eine Niederlage gegen Balingen und gegen Nöttingen, jeweils knapp. Heute gegen Reutlingen sollte der Turnaround geschafft werden hier im Pichterich-Stadion. Die Reutlingen allerdings sehr konzentriert, wenngleich der bessere Start, der gehörte der Sportunion. Denn Achtung, Milan Jurcevic, der Keeper der Reutlinger, schlägt hier direkt auf Adrian Beck, der gleich direkt fast wieder aufs Reutlinger Tor, aber Jurcevic jetzt auf dem Posten. Dann eine Szene so ein bisschen mit Symbolcharakter, unheimlich viele Unterbrechungen in diesem Spiel. Kann mich nicht erinnern, dass eine effektive Spielzeit so kurz war bei einem Neckarsulmer Spiel wie gestern gegen Reutlingen. Hier hat es Philipp Seibold erwischt. Aber ja, die beiden Teams, sie schenkten sich einfach nichts, gab ganz viele Foulunterbrechungen. Hier dann die 21. Minute zunächst mit dem Kopf Robin Heuper, dann geht es schnell. Alex Albert legt dann quer auf Claudio Bellanave, der zieht ab und schade, nicht genug Druck hinter der Kugel. Aber da ging es mal schnell und schon hatte die Reutlinger Abwehr Probleme. Dann die 24. Minute, wieder kommt die Kugel zu Robin Neupert, dann zweimal Marius Klotz, Ball kommt dann zu Alexander Albert, der dreht sich einmal und ja, zieht dann einfach mal aus 25, 30 Metern ab, da hat nicht viel gefehlt, Jurcevic schien da etwas überrascht, aber knapp über den Kasten. Dann die 27. Minute, erstes Lebenszeichen der Reutlinger, die sich bis dahin wirklich nur auf die Defensive konzentriert hatten. Das ist Pierre Eiberger mit dem Eckball und dann ist die Kugel drin. Philipp Milicic per Kopf. Müssen wir aber nochmal drauf schauen, was da Leander Wallmann im Tor der Neckarsulmer getan hat. Perfekt getretener Eckball und ja, da kommt er raus, der Leo, und fliegt am Ball vorbei. Sieht man sich mal auch in der Bundesliga, heute hat es da den Leo erwischt, 1:0, klar, muss er zum Teil auf seine Kappe nehmen, 1:0 für die Reutlinger. Die 38. Minute, ein bisschen Schockstarre bei der Sportunion, gelang in der Offensive nicht mehr allzu viel, wieder Eiberger beim Standard. Kugel kommt dann zu Dirk Prediger, der zieht gleich ab und keine Gefahr für Leander Wallmann. Weiterhin knappe Führung für die Reutlinger. Dann die 43. Minute, Adrian Beck beim Freistoß und da wissen die NSU-Fans, jetzt kann es gefährlich werden. Schauen wir mal, was der Adri macht. Ja, trifft die Kugel nicht richtig, keine Gefahr für Milan Jurcevic. Ja, und das war dann auch schon die letzte Szene in der ersten Halbzeit. Knappe Führung von den SSV Reutlingen. Lass es krachen mit dem eigenen Führerschein. Bei der Academy Fahrschule SGH geht der Spaß schon in der ersten Fahrstunde los. Komm zu uns. Egal welche Führerscheinklasse. Bei uns kannst du alle Führerscheine machen. Als zertifizierte Fahrschule versprechen wir dir, hier machst du keine Fahrstunde zu viel. Uns gibt's mehrmals in und um Heilbronn. Das größte Fahrschulteam in der Region steht dir zur Verfügung. Check den Simulator. Ganz sicher und ganz ohne Stress. Das können nur wenige Fahrschulen bieten. Ein Haus für alle Klassen. Dreimal täglich Theorie an mehreren Standorten in und um Heilbronn. Academy Fahrschule SGH. Wir machen dich mobil.
In der zweiten Halbzeit musste Thorsten Lamm, der Coach der NSU, gleich wechseln. Marvin Leonhardt mit Verdacht auf Muskelfaserriss raus. Julian Retzbach kam dafür in die Partie. Ja, es dauerte bis zur 57. Minute, bis zur nächsten gefährlichen Situation. Hier Alex Albert, der befördert die Kugel weiter auf Adrian Beck. Der sieht da schön Marc Schneckenberger und er zieht ab. Ähnliche Position, wie er getroffen hat gegen Freiberg. Hier aber zu wenig Druck auf den Ball und Jocevic kann problemlos abwehren. Nur eine Minute später, Marius Klotz kopft da nach vorne, Ball kommt nochmal zu Klotzi, dann nach außen gespielt, hier auf Philipp Seibold, der legt dann wieder auf, Adrian Beck, Doppelpass wieder, Philipp Seibold, dann schön in der Mitte wird der Ball zirkuliert und dann vertritt sich da Julian Retzbach, schade, wäre eine aussichtsreiche Position gewesen, rutscht aber auf den Ball aus. Die 62. Spielminute, Abstoß Leander Wallmann. Ja, die Sportunion erheblich aktiver wie im ersten Durchgang. Hier wieder über Adrian Beck. Dann Wedi Barini legt rüber. Dann kommt die Kugel zu Marius Klotz. Und da probiert es einfach mal Wolle. Klasse Schuss. Und ich weiß nicht, ob der Jocevic da rangekommen wäre. Knapp vorbei. Beste Chance bis dahin für die Sportunion durch Marius Klotz. Ja, dann die 64. Minute. Ein Beleg, wie hitzig es auf dem Platz zuging. Marcel Busch wird hier ganz, ganz übel angegangen von Marvin Pieringer. Und wir hören dann mal rein, was da so auf dem Platz abging. Immer streiche! Ja, das war schon teilweise richtig hitzig auf dem Platz. Die Reutlinger total kompromisslos. Also habe selten eine Mannschaft gesehen hier im Pichterichstadion, die so defensiv aufgetreten ist. Die wollten Punkt, das war von Anfang an klar. Und jetzt spielten sie aber sogar um 3. Wir kommen zur 74. Minute. Onesi Kuengienda steht am Ball und da hat nicht viel gefehlt. Guter Freistoß, hatte noch eine gute Freistoßsituation. Die Nummer 11 der Reutlinger ebenfalls knapp vorbei. Die Schlussphase, sie gehörte dann wieder der Sportunion hier über Marcel Busch. Ball zunächst geklärt, aber Kugel kommt gleich wieder zur Pichterich 11. Dann Hemmerich auf Retzbach. Alex Albert legt quer auf Wedi Barini. Und da hat auch nicht viel gefehlt. Schade, gute Aktion von Wedi Barini. Knapp über den Knick. Dann die letzte Spielminute. Sportunion rannte an, aber es wollte einfach kein Tor mehr fallen. Und die letzte Szene gehört daher den Reutlingern. Hier ist Ivo Kolic gerade eingewechselt. Zieht hier dann einfach mal ab und Leander Wallmann mit Mühe kann aber das 0:2 verhindern. Ja, es blieb dann also letztendlich beim knappen Auswärtssieg der Reutlinger. Die, muss man sagen, in einem Spiel mit überschaubarem Unterhaltungswert das Offensivspiel der Sportunion entscheidend gestört hat und somit, ja, zwar glücklich, aber nicht ganz unverdient als Sieger vom Platz gehen. 0:0 wäre eigentlich das folgerichtigere Ergebnis gewesen. Trotzdem gratulieren wir natürlich den Reutlingern und wünschen dem Fan des SSV, der sich ja verletzt hat und ins Krankenhaus musste, gute Besserung und wir haben noch die Stimmen zum Spiel. Thank you.